Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog, heute wieder mit Anja. Hallo Anja. Hallo. Und ich sage ja immer, ich habe es jetzt erst vor ein paar Blogs gesagt, dass das Bloggen ist wie eine Pralinenschachtel, man weiß nie, wo man als nächstes ist. Und man wird wirklich jeden Tag, wenn wir so 4, 5 Leute besuchen, wird man jeden Tag überrascht und auch heute wieder. Weil schon als wir reinkamen, hat Anja zu uns gesagt, wir haben bis gestern noch bis spät abends gearbeitet, dass das fertig wird. Wir haben was für euch vorbereitet. Ja, so, haben wir. Und das war wirklich eindrucksvoll. Und zwar, wie viele Quadratmeter haben wir hier? 10 mal 5, hast du, glaube ich, gesagt? Ja, das sind 50 Quadratmeter. Eine Solarterrassenüberdachung, so heißt es, die wir neu konstruiert haben. Wir haben also eine Photovoltaikfirma, die seit 1999 besteht. Seit 1999? Seit 1999. Da gab es doch noch gar keine Sonne. Doch, da gab es schon Sonne. Da hat man sich gefreut, wenn man 2 Module verkauft hat, war man eigentlich der Held. Also das war sensationell. Was hat damals ein Modul gekostet? Oh, über 1000 Mark das Stück. Das war ja noch D-Mark. Und das gleiche Modul heute? Das gleiche gibt es gar nicht mehr, weil wir viel höhere Leistung haben, viel mehr Effektivität auf den Quadratmeter. Was kostet heute so ein Modul? 200 Euro. Aber kann viel mehr. Also es ist überhaupt nicht mehr vergleichbar. Wahnsinn. Gar nicht mehr. Da haben Quantensprünge in der Technik. Ja. Auch, dass man heute den Strom selber speichern kann in großer Kapazität und später nutzen. Gab es ja nicht. Nee. Du musstest ans Netz und wir haben die Zähler haben rückwärts gedreht. Heute und wir sprechen von 25 Jahren. Ja. Und da hat wirklich... Das war wie eine Revolution. Ja, Revolution also mit Revolution. Quantensprünge, die wir alle mitgemacht haben. Ne? Und wie viel Leistung ist da jetzt drauf? Auf diesem Dach sind jetzt 10 kW Leistung. Aha. Etwas wenig für diese Fläche, dadurch bedingt, dass wir Lücken haben, wo das Licht durchscheint. Wir haben Laminate, also Glas-Glas-Module mit Zellen drin, die Abstände haben, damit das Licht gefiltert durchkommt. Hat den Effekt, dass man hier eine schöne Verschattung hat und ein ganz interessantes Licht hat. Aber das ist jetzt nichts von der Stange, wo man sagt, ich gehe jetzt in den nächsten Photovoltaik-Shop und die können mir das dann irgendwie... Also die Module sind mehr oder weniger von der Stange. Das ist nicht so kompliziert. Mhm. Aber die ganze Konstruktion ist dann schon mehr kompliziert. Ne? So, dass man die Kabel nicht sieht, so dass kein Regen durchkommt. Wie dick sind die Platten? 2 mm? Die sind so ungefähr, nee, die sind schon dicker. Also 1-2 cm haben die schon. Hä? Sehe ich gar nicht. Also sieht man von also hier unten, sieht es aus wie... Nicht die Zellen, sondern das Glas ist ja doppelt geklebt, ne? Glas auf Glas. Ah. Ähnlich wie eine Glasscheibe. Ja, und könnte man das theoretisch, okay, könnte man das theoretisch dann aber auch so machen, dass das quasi komplett geschlossene Platten sind, dass man dieses Lichtspiel nicht hat? Ja, natürlich. Das ist das Einfachere. Man nimmt ein ganz normales Solarmodul, das hat hinten ein Laminat, also hat hinten eine Folie dahinter, dann wäre es jetzt von unten weiß. Okay. Und was kann ich jetzt von einer 10 kW Anlage im Jahr? Also wir erwarten so, ich bin ja hier etwas verschattet, da würde ich von 8.000 bis 9.000 Kilowattstunden pro Jahr ausgehen, weil ich ja halt im Wald lebe. Ne? Ich habe ja schon ein bisschen Verschattung auch mal da. Wo bitte? Die paar Bäumchen hier? Ja, die paar Bäumchen da. Die nehmen dir so viel kW weg? Ja, ich denke die Bäume müssen weg. Also ich rechne lieber alles etwas für den Ökostrom. Weniger als mehr. Das ist ja krass. Aber... Das ist jetzt von dir eine Eigenkonstruktion, wo du zum Metallbauer gegangen bist und gesagt hast... Also wir haben natürlich jede Menge Schienenmaterial, Erfahrung und so weiter. Das ist jetzt speziell gebaut, dass wir gesagt haben, wir wollen was richtig Hochwertiges, was richtig Tolles haben, was auch ein bisschen nach was aussieht. Man könnte es noch schwarz eluxieren. Also es gibt alle Möglichkeiten, das individuell zu gestalten. Ach, jetzt sehe ich ja die Platte, wie die aufgebaut ist. Ja, 2 cm ungefähr hat die. Cool. Und das sind fertige Platten? Es sind fertige Module natürlich. Im Prinzip fertige Module, so wie wir das von den Dachmodulen auch kennen. Richtig. Und die sind dann einfach als eine Beschattung zusammengeklebt worden. Und von der Lebensdauer und so, wie die normalen Module auch? Wie die normalen Module auch. 20, 25 Jahre und dann sterben sie auch nicht. Also was kannst du heute über die, jetzt ist mal interessant, wenn du seit 25 Jahren, ihr macht überwegend Großhandel, gell? Wir machen überwiegend Großhandel. Ihr seid Importeur eigentlich? Sehr großer Importeur. Okay. Darf ich fragen, wie viel Quadratmeter verkauft ihr im Jahr oder war das jetzt so? Ach, das sind Megawatt. Also das kann man nicht in Quadratmeter. Megawatt? Megawatt. Megawatt ist mega geil. Megawatt verkauft ihr? Megawatt, also keine Kaffee mehr, sondern Megawatt. Wir kaufen auch sehr, sehr große Mengen, also immer 7.000, 10.000 Stück, 20.000 Stück in einer Charge. Okay.
Ne? Unterschiedliche also Module. Also ihr seid Großhändler. Wir sind Großhändler, definitiv. Ja, und wie ist dann der Vertriebsweg? Der Vertriebsweg ist über den Großhandel oder Elektroinstallateur an den Endverbraucher. Wir vermitteln auch gerne, also wir können alle Bereiche eigentlich abdecken. Aber würden wir jetzt euren Internet, ihr habt sicherlich einen Internetauftritt, den jetzt hier unten einblenden? Uns geht einer auf eure Internetseite, dann können wir ihm auf jeden Fall weiterhelfen. Also da ist nicht gleich ein Partnerverzeichnis von euch auf der Webseite. Nein, das ist nicht. Also der soll sich schon an uns wenden und ihr wir seid gucken auch nicht dann, blöd, gell? Wie wir das hinkriegen. Nee, ganz blöd sind wir nicht. Ja. Das kriegen wir schon. Also ich blende das gerne an. Wie heißt die Firma? KNE Systemhaus GmbH. KNE. KNE. Das habe ich aber, glaube ich, schon mal irgendwo gehört. Kann das sein? Das kann sein. Wir sind deutschlandweit unterwegs, also wir sind schon bekannt. Und man kann sagen, ihr gehört zu den Top 10 Importeuren? Ich denke schon. Wir haben überwiegend Canadian Solar. Das ist einer unserer großen Lieferanten. Dann haben Täuscht wir China Solar. Ist chinesisch, gell? Ist ja. Nicht kanadisch. Ist nicht kanadisch, nee, das klingt nur so. Also ja, ich habe nämlich auch eine Anlage zu Hause und dann bin ich auch mal über die Platten gestolpert. Ja, die sind auch sehr gut. Also wir haben wirklich erprobte Solarmodule, wir haben eigene Flasheranlagen. Also wir können sporadisch testen, was bekommen wir an Ware und machen das auch und gucken, ob wirklich die Qualität dem entspricht, was draufsteht. Okay, das können die jetzt der Solarprofi Anja. Eine Anlage aus 2000, wenn du einen Flasher hast, weil mein Freund Rudi hat mir das mal erklärt, das ist auch ein riesen Solarbesitzer. Und der hat eigene Flasher, um die zu testen und ein eigenes Team, der rumfährt. Und eine Anlage oder ein Modul, das hat 2000, im Jahr 2000, wie viel Watt haben die in der Regel gebracht? 50? 100. 100, 100 hatten wir, glaube ich, schon. Wie viel bringt das denn heute noch? Na, es sollte schon noch so 90 bringen. 18, das nur 10%, was das zurückgeht? Ja. In 20 also, Jahren? Ja, doch. Das Ach, mehr ist das gar klappen. Nicht. Du hast auch so ein altes Ding auf dem Dach. Der hat, ist noch, das so ein der hat noch einen alten Vertrag. Kannst du das so, kannst ja, das so bestätigen? Ja, ich meine Abschläge. Also es ist jetzt nicht, dass sie nach 20 Jahren vom Dach fallen und haben nichts mehr. Genau. Das ist Quatsch. Na? Und dadurch, dass sich die Technik halt so geändert hat. Damals hat man alles eingespeist. Heute kann man selber den Strom speichern in vernünftigen Speichergeräten, in vernünftigen Akkus, das auch nicht hässlich aussieht oder riesen Platz braucht. Also wir haben da unendliche Möglichkeiten. Und wo jeder braucht Strom. Und wo hat der größere Quantensprung stattgefunden? Im Speicher oder in der Platte? Im Speicher und in der Platte, in beiden. Ganz klar. Speicher war damals gar nicht möglich. Da hätten wir, das wäre nicht möglich gewesen. Das war immer unser Traum, irgendwas speichern zu können an Energie. Das klappt erst heute. Mit heutiger Technik sind wir da ganz weit vorne. Ne? Das wird auch noch besser werden. Also ich find's geil und unsere Kunden, und darum finde ich den Blog jetzt auch echt super. Und auch, dass wir euch da als Referenz mal einblenden dürfen, dass die Leute zu euch gehen und da auch eine vernünftige Beratung bekommen, weil 25 Jahre Erfahrung, wir hatten ja vorher ein Gespräch, wo du auch sagtest, es drücken so viele in den Markt, die haben seither das schwierigste Elektrogerät war ein Radiowecker und heute verkaufen sie dem Nachbarn eine Photovoltaikanlage. Das ist leider so, aber so ein Markt zieht natürlich auch alle möglichen Menschen dann erstmal an, da ist erstmal Goldgräberstimmung. Genau. Aber unsere Kunden haben ein mehr oder weniger energieintensives Hobby. Du ein bisschen energieintensiver als andere. Aber ja, das ist schon für, also ich, fast jeder meiner Kunden erzählt mir, dass er sich entweder jetzt gerade eine Anlage gebaut hat oder kurz davor steht, sich eine zu bauen. Und da bin ich jetzt wirklich happy, mal da auf einen Profi getroffen zu sein. Hast du jetzt für dein Haus noch eine zweite Anlage? Habe ich nicht, weil ich halt hier sehr verschattet lebe. Ich habe hinten auf den Firmenhallen haben wir große Anlagen mit 50 kW und 100 kW. Ach, also ganz normale Dachanlagen. Das ist ja jetzt wirklich ein Exot. Und hast du hier jetzt einen Speicher dazu? Der kommt nächste Woche. Soweit sind wir noch nicht gekommen. Und dann geht's richtig los. Wahnsinn, wirklich. Richtig cool. Und machst du da jetzt unten noch was drunter, dass man die Technik nicht sieht, oder? Nee, also das bisschen, diese Dosen und so, das finde ich eigentlich eher interessant. Also ich finde, das kann man sich angucken. Ja klar, du bist ja aus dem Bereich, für dich ist es schick. Ich lasse den, ich lass den Konishi-Versandkarton auch im Garten stehen bei mir. Siehst du, für mich ist das schön. Also ich finde es gut so. Ja, es macht auch ein schönes Licht, wenn man hier sitzt und Kaffee trinkt. Also das ist nicht so ein totaler Schatten. Nein, das ist nicht schlecht. Das ist schon ganz interessant. Absolut cool. Und wie hagelsicher sind die? Die sind hagelsicher. Also da passiert nichts. Passiert nichts. Nein.
Ja, ich frage nur, weil die liegen ja deutlich flacher als jetzt auf dem Dach. Da ich teste jetzt mal, wie sturmsicher die sind, wenn von den Bäumen was runterkommt. Also da kann ich euch nächstes Jahr genau sagen, ob irgendwas kaputt gegangen ist oder nicht. Also wenn du es gleich wissen willst, Sascha kann ein paar von den Steinen hier werfen, während wir jetzt einen Kaffee trinken. Das wäre doch geil, Sascha steht hier auf dem Holzding und wirft einen Stein. Aber du bist auch begeistert, gell? Also, Respekt. Auf jeden Fall. Du brauchst ja eh ein Dach. Ja? Ja, du brauchst ja eh ein Dach. Du möchtest ja eh Schatten. Willst du jetzt mit dem Schirm da drunter anfangen oder so? Das ist ja auch alles. Dann beschattest du gleich mit Solar und fertig. Ja. Ab wie viel kW macht sowas Sinn? Ab wie viel Quadratmeter? Das ist egal. Man kann auch was Kleines bauen, dann hat man zwar nicht viel, aber man hat ja auch die Kraftwerke, die Balkonkraftwerke. Genau. Ja, Balkonkraftwerk ist für uns so ein bisschen Spielzeug. Also das ist. Also mir. Nicht so doll, sagen wir es mal so. Ne? Ist für uns nicht der Markt. Wir machen große Anlagen. Geil. Anja, vielen Dank für diesen Exkurs in die Photovoltaikwelt. Gerne. Mach's gut. Bis dann. Danke. Ciao. Jo, ciao.